USA-Community, liebe Abonnenten, liebe Freunde. Ja, wir sind wieder unterwegs, wie so oft. Was wir heute für euch haben hier, Lost Radio. Besonderheit in diesem Lost Radio ist, es hat sogar einen roten Knopf. Ja? Also man konnte es leiser, man konnte es lauter machen. Und ja, ich werde euch vielleicht 2 Stunden was drüber erzählen. Ich werde auch hier auf die ganzen Dinger hier oben nochmal eingehen, die Zahlen und die Buchstaben. Und das wird spannend. Und ihr dürft gespannt sein. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Wo sind wir? Ich nenne dieses Objekt mal rote Lampe. Ja? Was es damit auf sich hat, seht ihr gleich. Wir sind selber gespannt. Blaze, der ist in den 90er verlassen worden. Ist gar nicht mal so bekannt, deswegen Vandalismus gibt es hier so nicht. Es gibt natürlich einen Verfall, klar, ist auch mal eine Scheibe eingeschmissen. Aber ansonsten ist das noch ein nice place. Klar, Verfall, viel ist nicht mehr drin. Aber wie gesagt, kaum Vandalismus. Ich freue mich drauf. Kamerafrau auch. Und ja, bis gleich. So, wie zu Anfang angekündigt, heute mal in einem besonderen Etablissement. Und ja, wir fangen direkt mit dem Notausgang an. Nein, Quatsch. Geht natürlich da weiter. Ja, was wir schon gesehen haben, hier ist ganz schön gewütet worden. Finde ich sehr schade. Und ja, wir schauen einfach mal, was uns hier alles so erwartet. Und da hätten wir auch ein wunderschönes Zeitdokument. Der Kalender ist von 1994. Und so sieht es hier, um ehrlich zu sein, auch aus. Ich vermute mal, das hier war irgendwie das Chemischen vom Hausmeister. Klar, auch ein Bordeller technische Menge. Man bedenke die ständigen Bewegungen. Wie gesagt, wir hoffen mal, dass der Rest nicht aussieht wie hier, aber das finden wir gleich raus. Wenn einer weiß, was das für ein Teil ist, bitte mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ehemaliges Bordell.
Was ich schon weiß, ist, dass das Ding ziemlich verwinkelt ist. Da geht's zur Bar. Kommen wir aber auch noch hin. Mal gucken, was hier ist. Ah, geht's auch zur Bar. Gut, den Barbereich. Den holen steht er eh noch vor. Hier noch ein Keller und auch ein Obergeschoss. Wenn es in dem Kalender stimmt, 1994, erklärt es dann auch, warum hier schon vieles so runtergekommen ist. Das war kein Vandalismus. Das ist natürlicher Verfall. Der Palme hier geht's gut. Liegt daran, dass das Ding hier aus Plastik ist. Jetzt nähern wir uns doch schon im Barbereich. Ich eigentlich anders angehen, aber gut. Das ist gar nicht der Barbereich. Es ist damals bestimmt eine Jacuzzi verkauft worden. So, wollten dann eigentlich zum Barbereich laufen. Jetzt gibt es hier aber einen Kellerabgang, wobei ich sagen muss, da ist noch einer. Wir werden sehen, ob die miteinander verbunden sind. Oder ob es zwei verschiedene Bereiche sind. Das sehen wir dann gleich. Hier noch ein Poolbereich, noch mal Bar, alter Schwede. Also, hier ist noch mal ein Barbereich, nicht die eigentliche, die Hauptbar ist oben. Und dann haben wir hier noch ein Schwimmbecken. Ja. Ich hätte fast gesagt, was für mich, aber geht dann nicht wirklich weiter runter.
Also wenn man davon ausgeht, dass der Kalender da oben stimmt, das hier ist ein Saunabereich. Das ist immer lustig, dass man den Puff an jeder Ecke sagen muss, ob man hier bezahlen kann. Das ist ja cool. So, genau. Da ist noch ein alter Notausgang. Auch nochmal irgendwas. Ja, zum Abkühlen, genau. Schnell ein Foto machen, schön. So, und wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass der Kalender mit 1994 richtig ist, dann erklärt es, warum die Dusche, ihr seht es, komplett durchgefault ist und auch schon komplett durchhängt, beziehungsweise auch schon teilweise runtergekommen ist. Festgestellt haben wir jetzt hier auf diesem kleinen Rundgang, dass der andere Treppenabgang nicht zu dem hier unten führt, sondern nochmal ein eigener Kellerabgang ist. Da gehen wir jetzt als nächstes hin, einfach weil es schon auf dem Weg liegt. Hier sieht man aus, ist hier richtig damals schön beleuchtet gewesen, der Weg hier runter. Alles gekackt. Ja. Und das hier war dann mal der Weinkeller. Es gibt sogar noch Flaschen, die da sind. Zeige ich euch gleich. Und zwar hier. Heizungskeller. Sowie Technikraum. Wo hängen jetzt noch weiter? Aber auch erstmal hier jede Menge alte Telefone. Da ist eins. Da ist eins. Da. Dort und da. Da. Das ist ein Teil der Technik. Und Leute, oh, Eiswein. Ihr könnt es glauben oder nicht, aber hier riecht es gerade so dermaßen nach Chlor. Kommt es hier quasi ein bisschen so vor, als wäre man im Schwimmbad. Sieht nach dem Kühlraum aus. Ja, war es auch.
Hocker. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum hier oben eine runde Öffnung ist, die hier quasi einmal. Ersatzteillager, Lampen und ähnliches. Ich glaube, was hier Pflicht war, waren irgendwie diese Schuhe, weil die haben wir ja schon ganz oft gesehen. Die sind auch speziell gegen Fußpilz. Ich glaube, wir haben das Deko-Material aufbewahrt. Gott, also. Hier nach oben. In den Barbereich. Piccolo wird sie wohl keinen mehr geben.
Farbe. Ja, hier ist der Barbereich. Hier geht's dann. Hoch zu dem Zimmer. Wie gesagt, erstmal schauen wir uns den Barbereich an. Vandalismus. Platz ist ziemlich unbekannt. Das bleibt hoffentlich auch so. Wie gesagt, das Einzige, was es hier halt gibt, klar, ist der natürliche Verfall. Sieht man hier mal ein gutes Beispiel. Sieht man schon am Boden. Und wenn man sich dann fragt, wo es herkommt, klar, von der Decke, die ist nämlich schon mal runtergekommen. Wieder gleich vom Gesicht. Dann Toiletten. Ja. Selbe Spiel. Auch kein Vandalismus. Nur halt auch hinten, wie ich schon sehe, auf die Decke runtergekommen. Schöne gepolsterte Wände. Die DJ-Ecke. Hier ist dann der Küchenbereich. Hinter die Bar. So, was zu sehen gibt. Ja, außer Decke, die Decke runtergekommen ist. Alte Strohhelme. Ist jetzt hier nichts Besonderes. Spülmaschine. Mit so Spiegelmosaiks. Ich glaube, die heißen das.
Der Bereich, wo wir ja vorhin auch schmarrn. Cool, mit der Bühne. Genau, also passt ja. Hier ist das DJ-Pult, was wir eben schon mal gefilmt haben. Und das hier ist quasi, nennen wir es mal Bühne, das ist ja ein Podest. Was ich vermisse, ist die Stange. Ja, wer weiß, wo die hingekommen ist. Sind wir quasi hinter der Bar. Hier war der Eingangsbereich, wo wir echt aufpassen müssen, weil da vorne ist nämlich auch die Tür, die zur Straße geht. Hier war wohl eine Art Aufenthaltsraum. Wie gesagt, im vorderen Bereich filmen ist ein bisschen schwierig.
gesagt, die Straße ist. Aber es gibt ja auch oben noch ein bisschen was zu sehen. Und dahin gehen wir jetzt. Auch alles schön in diesen tollen Farben gehalten. Waschbecken und Dusche. Vandalismus ist hier eigentlich so nicht vorhanden. Klar, dass man die eine oder andere Scheibe kaputt. Ansonsten ist hier nur der natürliche Verfall vom Werkeln. Also wenn man ein Bett braucht, wäre
dann noch eins. Also die Luxus sieht man. Mit doppelten Waschbecken. Das ist natürlich auch cool. Der Spiegel noch ganz war, aber das Ding hier komplett verspiegelt. Man sieht hier. Und dahinter ist eine Dusche. Cool, cool. Auch so ein Schrank fällt mal um. Gutes Waschbecken hat sich nicht alleine abgebrochen. Ich weiß ja nicht, warum hier ein Spaten liegt. Bett mit Radio. Aufpassen, und fahren die Autos noch.
Bescheid, Jungs. Zweiter Abgang, den benutzen wir dann später. Eine zweite Gebäudehälfte, die auch oben überdacht ist. Hier kommen wir wieder zurück, wo wir schon gewesen sind. Also, wenn wir nichts übersehen haben, war es das jetzt hier mit der roten Lampe. Und wir begeben uns langsam Richtung Ausgang. War was anderes? Gibt es bei USH auch noch nicht. Ah, hier nochmal ein Schwenk. Räume. Ja, wie gesagt, sowas gibt es bei USH noch nicht. Wollten wir mitnehmen. Haben wir gemacht. Ist das nichts Besonderes? Ja, dennoch. Lost Place. So, das war's zur roten Lampe. Ich glaube, es wisst ihr auch, was ich am Anfang gemeint habe mit rote Lampe. Ich habe es einfach mal so getauft. Ja, toller Place. Kein Vandalismus, hat sich ja eigentlich fast bewahrheitet. Es gibt keine Sprühereien oder sonst irgendwas. Klar, natürlicher Verfall, ein, zwei Scheiben, die kaputt waren. Ja, das mit den um die 90er oder in den 90ern verlassen, hat sich ja auch bewahrheitet. Wir haben ja einen Kalender gefunden, 1994. Das passt, so ist auch der Zustand. Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ein Ding haben wir bei unseren Videos noch nicht. Wir haben alles Mögliche, aber wie gesagt, kein Puff. Ja, kann man mal machen. Ja, lassen wir mal so stehen. Euch eine schöne Woche, bis zur nächsten Premiere. Liebe Grüße an alle. Ich bin raus. Bis dann.
Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi.